Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Jo, ein ganz besonderer Tag mit Ketchup in der Fresse. Der Fett sagt einfach Soße an der Lippe. Heute bin ich das Vorprogramm von Ingo Oschmann. Das ist ein Meilenstein, Alter. Aha. Ey, wirklich, das ist auch ein Ritterschlag. Ja, ja. Ich nehme euch mit, Freunde. Jo, der Philo und ich sind auf dem Weg nach Bremen. Der Philo, das bin übrigens ich. Wer es noch nicht gecheckt hat, das bin ich. Ja, der Herr Kotnik. Wir sind auf dem Weg nach Bremen. Dort spielt heute Abend Ingo Oschmann. Es wurde so... Beschlossen. Es wurde so beschlossen, dass ich den Voreck da mache. Behind the scenes war es eigentlich so. Die Idee ist ja, dass wir jemanden brauchen, der für dich auch später entscheiden wird, auch als Regie. Und das kann ja nicht nur alles ich machen. Wir brauchen ein Netzwerk. Und dann hat Ingo gesagt, ja, dann kommt der am Samstag zu mir in die Show und er macht das Vorprogramm. Und dann habe ich Matthias angerufen und habe gesagt, ich habe gar nicht gefragt, ob du Zeit hast, ich habe gesagt, du hast einen Gig. Ja, richtig. Und ich war so, okay. Ich sitze hier sonst gerade und schneide schon mal das letzte Video und das nächste drehe ich jetzt schon. Das ist ein bisschen verwirrend. Okay. Ich wieder drin. Mental im Fokus. Okay. Oh, norddeutsches Wetter. Oh. Wir sind im Oldenburger Land angekommen und dann sieht das auch genau danach aus. Und ich so, boah, hey Matti, voll gut, ey, denn freue mich auf den Auftritt. Aber es ist Outdoor. Das wird ein Outdoor-Event. Ja. So, wir sind angekommen. Backstage-Bereich. Einmal auschecken. Oh, das ist ja... Okay. Das wäre das. Das ist hier der Saal, aufgebaut für 70 Menschen. Bühne. Boah. Gehen wir mal in den Backstage und gucken, was der Fido so treibt. Herr Kotnik. Habe ich dich erwischt hier beim Snacken? Ja. Hi. Ingo ist auch schon da. Ich hole ihn gleich mal vor die Kamera. Das war eine krasse Erfahrung. Ingo hat gerade alles umgeworfen. Ich habe ihm das gerade so probeweise vorgewürgt. Er war so kacke, schmeiß weg. Ich soll jetzt einen komplett freien Kopf machen. Nicht ein einziges Wort einplanen, sondern komplett Freestyle, einfach frei Schnauze performen. Ingo, du bist da. Das war brutal, Alter. Das war brutal. Was war brutal? Das war voll in die Fresse gerade, aber ich glaube, das habe ich gebraucht. Ja, du, der Showbusiness, ne? Ja, das ja. Ist kein Ponyhof. Das war knallhart, ey. Ja. Aber ich freue mich. Die alte Memme, weißt du, so ein bisschen YouTube und blöd. Und dann sagt ihm einer mal die Meinung, dann fängt das kleine Mädchen hier gleich an zu heulen, ey. Willkommen bei Pippi Langstrumpf. Meine Fresse, ey. Ja, okay. Weißt du, ich bin der harte Influencer, Mann. Ja, ey, sie nehmen ja einfach komplett meine Ehre hier alle. Ja gut, ja, also wirklich knallhart. Ich soll jetzt einfach Freestyle drauf loslabern und gucken, was passiert. Ich hab auch Schiss. Wovor? Vor dem Fallschirmsprung. Du willst aus dem Flugzeug springen, ne? Ja. Warum? Ganz andere Probleme als du. Du musst nur noch rausgehen und Kartentrick machen. Ich 4000 Meter runter. Ey, das ist aber eine heftige Mentalnummer. Das ist nicht nur ein Kartentrick, was ich gleich mache. Ja, ey, Freunde, ihr müsst hier sein. Hier ist echt schön. Ja. Es gibt auch Hanuta. Ihr wisst Bescheid. Komm her fürs Hanuta. Heute Abend tritt hier jemand auf. Dann würden sie sagen, hä, wer ist das? Und in 5 Jahren werden sie sagen, ich war dabei, als dieser Mann auf die Bühne ging. Hier ist für Sie der Allerechte. Der Echte, der Einzigartige. Ich möchte bitte der Allerechte vorgestellt werden. Danke. The Real. Guck mal, ich kann dein Opa sein. Nein, mein Papa ist älter als du. Mein Papa ist älter, ja. Echt? Ja. Test, 1, 2, 3. Ja, oha. Ich höre Höhentransienten. Das klingt sogar vernünftig eigentlich, oder? Was sagst du, Philo? Klingt gut, ne? Das klingt ja, das klingt saftig. Ich freue mich, weil ich muss nichts machen. Ich bleib einfach hier stehen und sag einfach nur Sprüche. Von mir kriegt ihr nur Sprüche. Nachts ist es kälter als draußen. Was war's? Ja, also ja, ich finde ja. Das gut. Ja, okay. Warum? Okay, gut. Vor 2000 Jahren, ne, haben die so ein ägyptisches Grab ausgehoben. Da waren so Steintafeln. Ja. Und da war dieser Gag schon durchgestrichen. Ja, richtig. Ja. Durchgestrichen. Er hat gerade original Matthias in einer halben Stunde 6000 Mal die Ehre genommen. Ja, 7000. Ich habe mitgezählt. Die Ehre genommen? Ja, wir sind im Jahr 2020. Da sagt man das so. Ja. Ja, früher hätte man ja die Pops genommen. Du bist auch der MacGyver, ne? Gib ihm ein Kleber, ein Regenschirm, ein Mikrofon und schon mal ein Corona-Schutz. Gaffer hält die Welt zusammen, ne? Das ist auf jeden Fall auch ein geiler Gag. Ich bin sehr traurig gerade. Ich filme. Sehr traurig. Erzählt stolz. Ey, der hat dem Matthias gerade ganz oft die Ehre genommen. Jetzt zieht er hier ab wie so eine Sissi. Ja, ey. Ja,
Ehrenbruder Ingo, ey. Ach so, ganz wichtig. Wir haben heute die Damenumkleide bekommen. Umkleideraum Damen. Fido, bester Maskenbildner. Wir haben jetzt genau 4 Minuten vom Auftritt. 4 Minuten, Alter. Yes. Wie fühlst du dich? Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock jetzt. Ja, ne? Weil ich wurde gerade richtig auseinandergenommen, aber dann wurde mir plötzlich ganz viel Mut zugesprochen und jetzt bin ich einfach ich und mach einfach mein Ding. Starkes Team hinter dir. Ja, ja, ich mach einfach mein Ding und dann passt der Hase. Da sitzen einige. Oha. Die haben auch Tomaten dabei. Krass. Also kurz für euch, in 3 Minuten geht's los. Ich habe hier das Headset hinten dran. Ich habe hier ein Kartenspiel, damit das vorne nicht so hässlich aussieht. Mach dein Bändchen mal hinten rein, dass du nicht... Mach ich gleich, muss hier jeder sehen. Ich nehme da am Popo rum. Okay, genau, damit, weil das sieht sonst kacke aus, wenn ich das Kartenspiel habe. Ich habe einen Zauberstab dabei, eine Daumenspitze. Das wird gleich, damit mein Zuschauer mit Abstand eine Karte auswählen kann. Mehr habe ich nicht dabei und ganz viel gute Laune und Bock. Das ist super. Geil. Let's go. Bis gleich, Freunde. Ihr verpasst was! Lappen! Endlich mal keine Autos. Ach, ist das schön. Ich bin sozusagen die Vorgruppe der Vorgruppe. Ich weiß nicht, wer bei Facebook mich verfolgt oder bei Instagram. Da habe ich von einer Überraschung gesprochen. Und das ist hier wirklich heute ein historischer Moment. Als das mit Corona losging, habe ich so zu Hause gesessen und habe gedacht, okay, jetzt darfst du nicht mehr arbeiten. Oh, du hast ein recht einseitiges Geschäftsmodell. Und das Schöne ist, mittlerweile habe ich einen ganz guten Ruf erarbeitet, irgendwie so, dass auch jüngere Kollegen mich dann fragen, ob ich ihnen helfen kann. Und der Kollege, der jetzt rauskommt, ist auf YouTube richtig fett dabei. Also er hat über 300.000 Abonnenten. Das nennt man wohl Influencer. Also ich komme noch aus einer Zeit, aber das mit Grippe heute ist es ein Beruf. Und der macht Close-Up-Zaubern. Das heißt, der setzt sich an den Tisch und er zieht jeden Saal auf links. Also er hat richtig was auf der Pfanne. Was er aber nicht macht, ist Bühnenzauberei oder Bühnenauftritte. Ich berate ihn, das nennt man heutzutage Consulting. Wir arbeiten zusammen. Er ist ein richtig toller Typ. Und ich habe gesagt, pass auf, ich habe in Ritterhude einen Auftritt und da sind coole Leute, da sind nette Leute. Wir sind nicht so viel, dafür sind aber die Richtigen da. Und die haben Bock auf dich. Und den habe ich jetzt dabei, der kommt jetzt raus. Und ich kann euch eins garantieren, 300.000 Follower auf YouTube bedeutet, dass der locker, wenn der wirklich auf Tour geht, spielt er vor 500 bis 1000 Leuten. Ja? Das hier ist wirklich, wenn der richtig abgeht. Und meiner Meinung nach wird der wahrscheinlich irgendwann so eher so Richtung Ehrlich Brothers oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so abgeht. Da werdet ihr da sitzen und sagen, ich habe den Matthias Berger im Hamme Forum in Ritterhude gesehen. Mit 15 anderen Leuten. Ich war dabei, als die Karriere richtig abging. Und ich habe damals so für den gejubelt. Ich habe den so unterstützt. Ohne mich wäre er heute gar nichts. Hier ist der Wunderbare, der Großartige, der erste Bühnenauftritt ever, Matthias Berger! Danke, danke, danke schön. Okay, also ich glaube, besser kann man nicht angekündigt werden. Hi, ich bin der Matthias und ich habe richtig, richtig gute Laune mitgebracht. Ich habe gehört, habt ihr auch gute Laune? Ja. Das ist gute Voraussetzung. Ich würde jetzt nämlich gerne mit euch etwas Mentalmagie ausprobieren. Okay, für alle, die das nicht kennen, Mentalmagie ist folgendes. Hier, du hier vorne, liebe Dame, ich nehme die Hand hinter den Rücken. Magst du einmal eine Zahl zwischen 1 und 5 ganz laut rufen? 4. Gold, richtig. Das ist Mentalmagie, okay? Genauso. Oh nein, das ist ja peinlich. Nein, die sind begeistert. Ja, aber die sollen doch bei so weit nicht klatschen. Doch. Echt? Ja. Okay, dann macht man das so. Okay, dann Dankeschön. Ich habe eine Vorhersage mitgebracht und die wird gleich super wichtig werden, okay? Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal, diese Vorhersage bezieht sich nämlich auf ein Kartenspiel. Und erstmal bräuchte ich jemanden, der zu mir nach vorne kommt und eine Karte auswählt. Und das machen wir alles Corona-konform. Magst du einmal zu mir nach vorne kommen? Mit einem dicken, fetten Applaus, selbstverständlich. Ja, wunderbar. Genau, die Handschuhe ziehst du dir gerne nochmal an. Und du darfst dich hier an meine Seite stellen. Wunderbar, machst du genau richtig. Wie ist denn dein Name? Malte. Malte, ich muss so ein bisschen, ist in Ordnung, schaffen wir das, so uns nicht zu begrabbeln, ein paar Minuten lang? Ja, ne? Top. Sehr gut. Malte, du wirst gleich aus einem Kartenspiel eine Karte auswählen, okay? Und wir machen das wirklich ganz, ganz vernünftig und anständig, weil ich kann dir jetzt nicht das Deck einfach so in die Hand geben oder sonst was.
Deswegen machen wir das jetzt süß. Okay, wir machen das nämlich so. Wow. Dankeschön. Ich habe hier natürlich Desinfektionsmittel mit. Ja, wir machen das ganz vernünftig. Zack, weil ich habe ihn ja jetzt berührt. Machen wir das einmal so. Da fehlt noch der Finger, weil du musst ja einen Finger auf eine Karte legen, ne? Deswegen machen wir das jetzt so. Sehr schön. Magst du es einmal hier an dem Ende anfassen? Wunderbar. Ich glaube, jetzt sind wir alle sicher, oder? Perfekt. Malte, du wählst jetzt aus dem Kartenspiel frei eine Karte aus. Ich zeige das einmal kurz dem Publikum, dass ihr das seht. Ein gewöhnliches 52-Karten-Kartenspiel mit unterschiedlichen Karten. Ja, könnt ihr ganz genau erkennen, glaube ich. Wunderbar, oder? Sieht gut aus? Sieht gut aus, oder? Malte, davon wählst du gleich eine Karte aus. Du hast die freie Wahl. Du darfst jede Karte haben. Okay? Leg mal deinen Finger auf irgendeine Karte. Egal welche. Welche da? Die hier? Und jetzt, ganz wichtig, du darfst dich umentscheiden, wenn du möchtest. Du darfst auch bei der Karte bleiben. Lass dich nicht von mir beeinflussen. Zwei nach oben. Gute Entscheidung. Die Karte hier? Perfekt. Pass auf, den Stab kannst du einfach hinter dich wegschmeißen. Genauso. Niemand außer dir darf diese Karte sehen, okay? Schau sie dir an, merk sie dir mit und vergiss sie auf gar keinen Fall. Ja, bitte nicht vergessen, das wird sonst voll unangenehm. Ja, krass, wir sind ein gutes Team. Ich glaube, wir kriegen das hin. Pass auf, Malte. Du konzentrierst dich auf die Karte jetzt bitte. Und du vergisst sie nicht. Und ich habe hier meine Vorhersage. Auf der Rückseite dieser Vorhersage habe ich ein Wort geschrieben, Malte. Hast du dir irgendeine Vorstellung, welches Wort das sein könnte? Nee. Ja, nah dran ist es nein. Mentalmagie, wirklich. Ja, okay, gut. Pass auf, Malte. Ich möchte, dass du dir vorstellst, dass hier vorne, vor der Bühne, ein Tier rumläuft mit vier Beinen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. An welches Tier denkst du da gerade? Katze. Eine Katze? Jo. Malte, auch das habe ich richtig vorhergesagt. Eine fette Katze aus Tschernobyl. Ja, Mann. Dankeschön. Danke, danke, danke. Top, oder? Also, soweit funktioniert das ganz gut. Jetzt ist die Frage, ob wir wirklich auf einer Wellenlänge sind. Ich möchte, dass du dir Folgendes vorstellst. Wir machen jetzt wirklich richtige Mentalmagie. Das heißt, mit deinen Gedanken zeichnest du ein Bild, okay? Und zwar, du machst jetzt eine kleine Fantasiereise. Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt, okay? Du läufst da durch, von Regal zu Regal, und du siehst dort einen Artikel. Du greifst nach diesem Artikel und du nimmst ihn in die Hand. Welchen Artikel hältst du in der Hand, Malte? Eine Dose. Eine Dose, mit was da drin? Eine Maisdose. Eine Maisdose. Das ist absolut verrückt, denn Malte, das ist der offizielle ERN-Code. Dankeschön, danke, danke. Dankeschön. Weißt du, wie lange ich geübt habe für die Nummer? Ich auch nicht. Malte, lassen wir jetzt mal die Späßchen, okay? Du denkst an eine Karte. Ich möchte dir jetzt die wichtigste Frage für mich an diesem Abend stellen, Malte. Und zwar, siehst du hier deine Karte? Ja, aber mäßig! Das ist voll der Zufall, dass die da drauf gedruckt ist. Okay, ich merke schon, das zieht nicht so gut. Aber Malte, du denkst jetzt an eine Karte. Kannst du bitte auf drei laut deine Karte sagen? Eins, zwei, drei. Pik 7. Pik 7? Ja. Das gibt gar keinen Sinn. Bist du 100% sicher? Ja. Guck mal, im Mund, da schmunzeln sie. Die lachen mich aus, weißt du das? Weil die genau wissen, dass ich eigentlich falsch liegen dürfte, oder? Ey, das trifft sich voll gut. Danke, Malte, für die Hilfe. Mega gut. Der Fette, Malte. Ich dachte, das ist ganz krass. Das ist ganz schön ausziehen. Gerne noch eben beiseite schmeißen. Und dann gleich, während du die Treppe ganz vorsichtig runterläufst, kriegst du noch einmal einen ganz, ganz dicken Applaus, okay? Danke. Vielen Dank, Malte, und Dankeschön. Danke, danke, danke. Dein Applaus. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick gekriegt. Das ist Mentalmagie. So und nicht anders. Genau so macht man das. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass ihr wirklich über die Witze gelacht habt. Das hat mich überrascht. Aber ich denke mal, wir werden alle heute Abend sehr viel zu lachen haben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Und jetzt ganz viel Spaß mit Ingo. Danke, 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 danke schön. So, nochmal ein Ding, Matthias Berger. Matthias, komm nochmal. Komm, der erste auf.
Lass die ersten Worte. Ich ärgere mich gerade darüber, dass ich mir so viele Gedanken gemacht habe. Ja. Das ärgert mich mega, weil es hat so viel Spaß gemacht. Und es ging kürzer, als ich es geplant hatte. Kurz, knackig und super gewesen. Ja, richtig. So, das soll es auch sein. Mann, jetzt ist Kamera aus. Ja. Puh, das musste ich erstmal sacken lassen. Danke, danke, danke von Herzen an Ingo. Dankeschön an Philo von Herzen, der das alles überhaupt ermöglicht hat und Ingo und mich so zusammengeführt hat in der Form. Ganz viel Liebe geht raus an beide von euch und Dankeschön an alle, die vor Ort da waren, die mich nicht mit Tomaten abgeworfen haben, sondern sogar Spaß dran hatten. Danke an euch, dass ihr dieses Video mit Ketchup in meiner Fresse ertragen habt. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet. Ich sage ja, ich möchte das alles dokumentieren. Das tue ich seit Anfang an. Ich habe mit 16 Jahren diesen Kanal hier eröffnet und wollte einfach ein bisschen meine Begeisterung für die Zauberei mit euch teilen und der Weg geht weiter und weiter und weiter. Es ist crazy. Zum Schluss möchte ich euch nur noch mal dran erinnern, dass die hier nur noch eine Woche lang verfügbar sind. Am 4. August ist der letzte Tag, an dem ihr die erhalten könnt und um 0 Uhr pünktlich am 5. August ist der Shop dann dicht. Danke für euren Support, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns übermorgen um 14 Uhr zum nächsten Video. Bis dann, euer Matti und peace out. Ihr müsst hier sein, hier ist echt schön. Ja. Es gibt auch Hanuta.